12 Uhr, Südfunk Stuttgart, Sie hören Nachrichten. Südfunk 1 Stuttgart. 7 Uhr und 30 Minuten, 7:30, hier sind die Kurznachrichten. Es wird 11 Uhr. Süddeutscher Rundfunk Stuttgart. SDR-Nachrichten. Es wird 23 Uhr. Süddeutscher Rundfunk Stuttgart. SDR 1 Nachrichten. Es wird 21 Uhr. Süddeutscher Rundfunk Stuttgart. SDR 1 Nachrichten. 13 Uhr. Südwestfunk Nachrichten. Die Zeit 7 Uhr. Südwestfunk Nachrichten. SWF 1. Am Mikrofon Tina Joyeux. SWR 1 Nachrichten. SWR 1 Baden-Württemberg Nachrichten. 11 Uhr. Am Mikrofon Christiane Weiß. SWR 1 Baden-Württemberg Nachrichten. Um 15 Uhr mit Michael Saunders. FDP-Chef Westerwelle betont in Stuttgart Unabhängigkeit der Partei. Arbeitgeber im öffentlichen Dienst kündigen neues Angebot an und Mainpegel bei Wertheim wieder leicht gestiegen. Das Wetter, Sonne und Wolken, vereinzelt Schnee, minus 5 bis minus 1 Grad. SWR 1 Nachrichten. 22 Uhr. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Nachrichten. 12 Uhr im Studio Susan Reindl. Bundeskanzlerin Merkel ist in Moskau. Bundes-SPD will Programm zu Familien- und Bildungspolitik beschließen. Israelische Kadima-Partei hat offenbar neuen Vorsitzenden. Das Wetter in Rheinland-Pfalz, Sonne, kaum Nebel, dann Wolken, minus 2 bis plus 4 Grad. 12.29 Uhr. SWR 1. Rheinland-Pfalz, Deutschland und die Welt. Das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion von und mit Susan Reindl. SWR 1 Baden-Württemberg. Nachrichten mit Jörg Dinkel. Guten Tag, die Schlagzeilen um 13 Uhr. CDU wirft Landesverkehrsminister Herrmann Untätigkeit beim regionalen Bahnverkehr vor. Baden-Württemberg wehrt sich gegen Entschädigung für Sicherungsverwahrte. WikiLeaks veröffentlicht weitere US-Militärdokumente. Das Wetter in Baden-Württemberg meist bewölkt, örtlich Regen, Höchstwerte 6 bis 14 Grad. SWR 1 Baden-Württemberg. Nachrichten. Mit Jochen Klink. Guten Tag, die Schlagzeilen um 15 Uhr. SWR 1 Baden-Württemberg. Überblick. Immer fundiert informiert. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Nachrichten. 8 Uhr im Studio Christoph Kühn. Institut gibt hunderttausende Impfdosen gegen Grippe frei. Unbekannte überfallen Rentner in seinem Haus bei Saarburg. Fußball-Zweitligist Kaiserslautern spielt unentschieden in Köln. Das Wetter in Rheinland-Pfalz. Schnee und Regen, tagsüber allmählich sonniger bei 2 bis 6 Grad. SWR 1, Rheinland-Pfalz, Deutschland und die Welt. 9.31 Uhr, Zeit für die Nachrichten mit Oliver Böhm. SWR 1, Nachrichten. 0 Uhr. SWR 1, Baden-Württemberg, Nachrichten. Mit Thorsten Hansel, guten Tag. Die Schlagzeilen um 13 Uhr. Lkw-Fahrer wohl schuld an Busunglück in Frankreich. Umwelthilfe wirft Opel Abgasmanipulation vor.
Kultusministerium will Menschen mit Lese- und Schreibschwäche unterstützen. Das Wetter in Baden-Württemberg teils trüb, ab und zu Sonne, 10 bis 17 Grad. Der SWR1 Nachrichtenüberblick jetzt mit Thorsten Hansel. Schönen guten Tag. Für uns in Baden-Württemberg, die SWR1 Nachrichten. Um 6 Uhr mit Sandra Klüber. Guten Morgen. Für uns in Baden-Württemberg, die SWR1 Nachrichten. Um 6:30 mit Sandra Klüber. Guten Morgen. Immer fundiert informiert. SWR1 Rheinland-Pfalz, Nachrichten. 6 Uhr im Studio, Andreas Neubrech. FBI soll Vorwürfe gegen Richter Kavanaugh untersuchen. Caroline Klöckner aus Baden-Württemberg ist neue deutsche Weinkönigin. Fußball-Bundesligist Berlin besiegt Bayern München. Das Wetter in Rheinland-Pfalz, Sonne und Wolken bis 18 Grad. SWR 1. Rheinland-Pfalz, Deutschland und die Welt. Um 6.33 Uhr die Nachrichten mit Andreas Neubrech. Guten Morgen. SWR 1 Nachrichten. Um 16 Uhr mit Jim Bob Nikschas. Guten Tag. Arbeitsminister Heil wirft Union Blockade bei neuem Gesetz zum Arbeitsschutz vor. Tarifgespräche im öffentlichen Dienst kommen offenbar gut voran. In der zweiten Fußball-Bundesliga baut der HSV seine Tabellenführung aus. Das Wetter bis zum Abend noch Sonne und Wolken bei bis zu 19 Grad. SWR 1 Nachrichten. Um 0 Uhr mit Anne Graser. Für uns in Baden-Württemberg, die SWR 1 Nachrichten. Um 15 Uhr mit Christiane Sütterle. Guten Tag. Europäische Zentralbank erhöht Leitzins. IG Metall Südwest lehnt Arbeitgeberangebot ab. Wieder Sahara-Staub in Baden-Württemberg erwartet. Das Wetter, Sonne und einige Wolken, 17 bis 22 Grad. Für uns in Baden-Württemberg, die SWR 1 Nachrichten. Um 7:30 mit Peter Kramer. Guten Morgen. Immer fundiert informiert. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Nachrichten. 19 Uhr im Studio Christoph Kühn. EU-Abgeordnete fordern Aufklärung des Korruptionsskandals. Bundestagsausschüsse beraten über sogenannte Reichsbürger. Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen Soldat wegen Totschlags. Das Wetter in Rheinland-Pfalz. In der Nacht ist es klar. Temperaturen zwischen minus 5 und minus 10 Grad. SWR 1. Rheinland-Pfalz, Deutschland und die Welt. Unsere 9 Nachrichten mit Andrea Schindler. Guten Morgen. SWR 1 Nachrichten. Um 14 Uhr mit Heike Lüttich. Guten Tag. Die Bundeswehr hat erste Hilfsgüter über Gaza abgeworfen. Viele Freiwillige sammeln in ganz Deutschland in Wald und Flur Müll ein. Und das Wetter? In Baden-Württemberg noch windig mit Schauern, in Rheinland-Pfalz freundlicher bei 8 bis 15 Grad. SWR 1 Nachrichten. Um 5 Uhr mit Christine Beitsch.